Wollen wir mal gucken, vielleicht finden wir ja was. Was haben wir denn hier? Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Und wir haben keinen Lappen zum Saubermachen. Ich gehe mal erstmal hier vorne hin. Was haben wir denn da? Ein Schlauch. Schlauch ist super. Was ist das hier eigentlich? Ein Tankwagen. Ein alter Trinkwassertank. Da ist bestimmt Wasser drin. Das, was man hier in der Region oft... Okay, da ist noch Wodka drin. Hier eine Petroleumlampe. Okay, was haben wir hier noch? Hier ist ein alter Generator und eine Spule. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Komm, Wodka hilft... Nee, Wodka hilft nicht immer. Aber schade. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Treibstoff. Was ist hier auf dem Weg? Oh. Wow, was für ein Monstrum. Ich frage mich nur, wie der hierher gekommen ist. Ne, auf alle Fälle ist er hingefahren worden. Hier ist eine Felge. Das muss ein Nebenarm der steinigen Tunguska sein. Der Fluss kann ja eigentlich nichts dafür, aber ich fange an, den Namen Tunguska zu hassen. Ach du komm, das ist doch cool. Hier ist ein Tank. Es scheint noch ein bisschen Diesel drin zu sein. Okay, dann kriegen wir das doch bestimmt da drüber hin. Nehmen wir hier den Wodka, geht das? Da ist ja noch einiges an Wodka drin. Wenn ich den einen Sprit haben will, muss ich wohl oder übel den anderen Sprit loswerden. Na zdorovje. Ich trinke den. Ich bin wohl etwas außer Übung. Oh, hat's denn jetzt selber aufgefüllt? Sieht so aus. Flasche mit Diesel, sehr gut. Da hinten geht's auch nochmal wohin? Das muss die Forschungsstation sein, zu der die Transsib eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will. Nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem, die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination, aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück machen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Der Fluss stürzt hier bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Ein beeindruckendes Schauspiel. Ist die Stelle, existiert die wirklich? Also jetzt nicht mit der Station, logischerweise, aber das hier? Die Anlage wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film. Kaum vorstellbar, dass sie schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben soll. Ob ich wohl jemals hinter ihr Geheimnis kommen werde? Wer weiß das so genau? Wir gehen mal wieder zurück hier. Denn wir haben jetzt ja Diesel, den füllen wir mal ein. Das nenne ich noch echte Wertarbeit. Nach über 50 Jahren funktioniert er immer noch wie am ersten Tag. Tja, ist halt russische Wertarbeit, ne? Guck mal, hier ist ein Projektor. Und hier ist eine Scherbe, die brauchen wir. Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Aber nicht das, was sie sauber machen müssen, ne? Ein 8mm Filmprojektor. Uralt, aber für sein Alter und die alles andere als fachgerechte Aufbewahrung noch durchaus passabel erhalten. Dann brauche ich bloß noch einen Film, ne? Kann ich den mitnehmen? Da ist keine Filmrolle drin. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Hier ist ein Lappen. Okay, ich ahne schon, ich muss sauber machen. So, hier. Innen sind die Fenster halbwegs sauber. Okay, dann müssen wir sie außen halbwegs sauber machen. Als brave Hausfrau kenne ich natürlich meine Pflichten. Fertig. Soll ich jetzt vielleicht noch Essen kochen? So war das nicht gemeint. Ich weiß, das Fenster ist noch nicht komplett sauber, aber das muss vorerst reichen. Okay, hier ist ein Puzzle-Rätsel-Dingens, warte mal.
Tunguska-Region, die Stelle, an der sich vor fast 100 Jahren die Tunguska-Katastrophe ereignete, müsste ganz in der Nähe sein. Demnach war auch Ninas Vater auf seinen Expeditionen hier. Aber wo genau? Vielleicht bringt die Spurensuche in der Vergangenheit etwas Licht ins Dunkel der Gegenwart. Die verbundene Zone. Papa räusperte sich. Genau, Tunguska-Region. Dem alten Ewenken geht es wieder besser. Er berichtet von seinem Sohn, der trotz eindrücklicher Warnung in die Region der Absturzstelle ging und ein seltsames Bruchstück fand und für immer verschwand. Und er berichtet von Ninas Vater, der nicht auf seine Warnung hören wollte. Perez musste teuer dafür bezahlen, auch Nina wird von ihm gewarnt. Aber soll sie jetzt noch umkehren, so kurz vor dem Ziel? Rätselhilfe nehmen wir nicht. Das kriegen wir bestimmt raus. Dazu haben wir jetzt bloß noch keine Anleitung. Was haben wir hier? Ein Kamin mit einer Alufolie. Nichts Besonderes zu erkennen, ist aber auch stockdunkel. Wir könnten ja... Ein bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Ich werde die Lampe mal anzünden. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Ist auch nichts weiter. Alufolie. Ein kleines Stück Alufolie. Ich habe die Folie mal um die Glasscherbe gewickelt. Durch die Alufolie ist die Scherbe jetzt nicht mehr durchsichtig. Okay, hier nicht. Da vielleicht. Passiert nichts. Ein kleiner Metallstift. Da muss bestimmt irgendwas draufgesteckt werden. Nee. Also wir können den nicht mehr ausmachen, das ist vielleicht doch gut so. Warum ist hier eine Felge? Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Nur zwei kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Okay, wir haben Muttis. Wow, was für ein Monstrum. Okay. Flügelmuttern. Die passt da bestimmt hier auf die... Auf den Kompass, auf die... Moment mal. Wieso ist hier die Spule? Ich halte mal beide Muttern in die Nähe der Spule. Aber besser nicht zu dicht dran, sonst bin ich Toast. Sie sind anscheinend dadurch magnetisch geworden. Okay. Die Mutter ist magnetisch aufgeladen. So etwas soll's geben. Okay. Dann geht's los. Hier, pass auf. Ich glaube, jetzt können wir nämlich diesen Kompass beeinflussen. Nö. Seltsam. Offenbar bewegt sich die Kompassnadel erst, wenn ich den Knopf drücke. Ich scheine einen Mechanismus ausgelöst zu haben, aber noch ist nichts passiert. Und sie geht jetzt immer dorthin, in die Mitte von den Beinen. Nee. Okay, ich glaube... Warte mal, wir haben ja einen Putzlappen, ne? Kann man mit dem... Die Wand ist völlig verrußt. Da kann man nicht mal eben kurz drüber wischen und alles ist wieder sauber. Du sollst ein ja auch bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Die Wand ist völlig verrußt. Da kann man nicht mal eben... Muss ich den Lappen vielleicht sauber machen? Oder
Oder können wir das hier machen? Nee, ein Tankwagen ist auch nichts. Zurück kommen wir auch nicht. Hier vielleicht im Modder? Nee. Welche Hinweise könnte es da noch geben? Ein 8 mm. Da ist keine Film. Ich wette, hier drin ist die Filmrolle. Die Wand ist. Wir können nicht drüber wischen. Irgendwas fehlt. Hier wird wahrscheinlich eine Kombination mehrfach eine Rolle spielen. Also dann muss ich halt so, ne? Und den dann in die Richtung bringen. Aber die Frage ist, in welche Richtung und wie ist der Code? Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Das letzte bisschen Diesel ist jetzt raus. Der LKW ist schon fast bemitleidenswert. Der Lappen ist durchtränkt. Ah, okay. Ich dachte, den muss ich nass machen. Aber wir haben ihn mit Petroleum jetzt angefeuchtet. So, dann nochmal. So, und jetzt... Hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal einen Kamin von innen sauber mache. Da stehen Zahlen, die vorher vom Ruß verdeckt waren. 7,5, 3, 10,5, 6. Das sind Uhrzeiten, oder? Probieren wir mal. 7,5, 6... Hör mal auf, wenn ich richtig liegen sollte. So. Dann auf 3. Zehneinhalb. Und 6. Ein Geheimfach. Da liegen ein paar alte Dokumente und eine Filmrolle drin. Ich werde mir die Unterlagen gleich mal anschauen. Vielleicht sind die ja noch von meinem Vater. Ja, tatsächlich. Er beschreibt, dass die Expedition von 1958 anscheinend keine Erklärung liefern konnte, warum sich das Pflanzenwachstum hier seit der Katastrophe von 1908 so stark verändert hat. Auch der von Regierungsseite erhoffte Fund eines Meteoriten als Ursache für die verheerende Explosion blieb aus. Daher konnten weder mein Vater als Expeditionsleiter noch der Biologe Ken Morangi zu einem eindeutigen Schluss kommen, was von offizieller Seite anscheinend gar nicht gern gesehen wurde. Oh, und von Oleg ist hier auch kurz die Rede, aber anscheinend war er nicht sonderlich wichtig. Das sollte ich ihm besser nicht erzählen. Jahre später untersuchte mein Vater als Geologe an der Akademie der Wissenschaften in Moskau ein seltsames Metallstück, das in der Tunguska-Region gefunden wurde. Er konnte dabei dessen nicht-irdische Herkunft nachweisen, was der Meteoritentheorie neuen Aufschwung gab. Allerdings entdeckten er und sein Kollege Manuel Perez bei weiterführenden Analysen Spuren, die auf eine Bearbeitung des Materials hinwiesen. Als sie ihre Entdeckungen in der Kalenko-Expertise veröffentlichen wollten, wurde diese völlig überraschend zurückgewiesen und man untersagte ihnen jegliche weitere Untersuchung des Gesteins. Als mein Vater trotzdem weitere Nachforschungen über die Vorkommnisse in der Tunguska-Region anstellte, warf man ihn daraufhin sogar aus der Akademie der Wissenschaften. Die letzten Eintragungen sind dann von 1977. Offenbar haben er und Manuel Perez sich auf eigene Faust in die Tunguska-Region begeben. Sie hofften, hier weitere Bruchstücke des seltsamen Materials zu finden, um ihre Untersuchungen weiterführen zu können. Mit welchem Ziel und was daraus geworden ist, steht hier aber nicht. Außerdem würde mich brennend interessieren, was mit diesem Bruchstück los ist. Einerseits wohl nicht irdischen Ursprungs, andererseits wurde es bearbeitet. Das würde bedeuten...
Der alte Ewenke hat doch auch was davon erzählt, dass sein Sohn irgendein Metallstück im Wald gefunden hatte und dann plötzlich verschwand. Würde ja dazu passen, dass mein Vater aufgrund seiner Analyse sogar von der Akademie der Wissenschaften verwiesen wurde. Hoffentlich finde ich auf der Filmrolle noch ein paar Antworten. Dann gucken wir uns die Filmrolle mal an hier. Achso, ich dachte, es geht Mist, sofort los. Die Birne ist durchgebrannt. Oh. In dieser Einöde eine Ersatzbirne zu besorgen, wird wohl nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Lass mich raten, wir müssen jetzt hier irgendwas mit Reflektieren machen oder so? Ja, das müsste funktionieren. Da es hier drinnen ja recht dunkel ist, sollte der mit der Spiegelscherbe verstärkte Sonnenstrahl als Lichtquelle ausreichen. Okay. So, Manuel, die Kamera läuft. Ich muss aber noch mal wohin. Komme gleich wieder. Mhm. Und was kommt hier jetzt? Manuel? Manuel! Was war das? Was war das denn? Ein Blitz? Oder Wetterleuchten? Und was war plötzlich mit diesem Manuel Perez los? Und was war jetzt? Hörte sich nach einer Explosion an. Ich sollte mal nachschauen, was da los ist. Sieht so aus, als sei die halbe Station in die Luft geflogen. Oh. Los, bewegt eure Arsche! Die Eindringlinge müssen noch ganz in der Nähe sein. Die kriegen wir! Ausschwärmen! Oh, mein Kopf. Was war das eben? Fühlte sich an, als ob jemand in meine Gedanken... Da vorne ist jemand! Schnappt sie euch! Na toll. Ich muss hier weg. Okay, sie läuft selber. Danke, es war knapp. Kein Problem. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich auffangen werde, wenn du mal am Abgrund stehst. Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben nur gesehen, dass Teile der Forschungsstation in Flammen standen. Und dann war plötzlich alles voller Soldaten. Viel mehr weiß ich auch nicht. Da waren plötzlich zwei seltsame Gestalten, die wie aus dem Nichts vor mir auftauchten. Vom FSB? Nein, das waren keine Agenten. Ich bin mir nicht mal sicher... Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Menschen waren. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war eigentlich eher ein Gefühl, das sie bei mir verursacht haben. Was wollten die denn? Haben sie was gesagt? Sie haben nicht wirklich gesprochen. Es waren vielmehr Stimmen in meinem Kopf. Es war, als ob sie nach einer Antwort suchen würden. Was für eine Antwort? Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Erst war es, als ob mein Kopf explodieren würde. Solche Schmerzen habe ich noch nie erlebt. Und dann wusste ich auf einmal, dass ich ihnen alles sagen wollte. Es war plötzlich so klar. Du hast ihnen alles verraten? Nein. Bevor ich irgendwas sagen konnte, kamen die Soldaten. Und die beiden Gestalten verschwanden genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Wo fliegen wir eigentlich hin? Sergej hat mittlerweile herausgefunden, dass dein Vater nie in Moskau war. Es sieht also fast so aus, als sei die ganze Reise nahezu vergeblich gewesen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass mein Vater aus irgendeinem Grund entführt wurde, der mit dieser Tunguska-Katastrophe zu tun hat. Wieso? Ich habe alte Unterlagen meines Vaters gefunden. Wenn ich die nicht völlig missverstanden habe, dann war er irgendeiner ganz großen Sache auf der Spur. Und ich habe einen Namen. Manuel Perez. Er war damals dabei und wir wissen ja auch ungefähr, wo er sich jetzt aufhält. Ja,
In einer Klapsmühle auf Kuba. Tolle Spur. Aber einen Versuch wäre es wert. Und wir haben ja auch noch einen zweiten Namen auf der Liste. Diesen irischen Biologen Ken Wurangi. Stimmt. Ich weiß, dass ich von euch beiden schon unendlich viel verlangt habe. Und tief in eurer Schuld stehe. Und ich könnte gut verstehen... Hör auf zu schwafeln. Wie ist dein Plan? Du nach Kuba, ich nach Irland? Das würdest du wirklich? Du kannst dich ja mal bei Gelegenheit revanchieren. Mit einem heißen Kaffee zum Beispiel. Max, du bist ein Schatz. Vergiss das nur nie. Tja, und auf geht's. Wo geht's zuerst hin? Nach Irland, da schmeißen wir Max ab. Oleg, ich bin sonst nicht so. Aber was soll ich machen? Außer euch beiden habe ich keinen, der mir helfen könnte. Und wenn mein Vater... Ist schon okay. Wir helfen dir gerne, ehrlich. Also mach dir um uns keine Sorgen. Konzentrier dich lieber auf deinen Vater. Ja, okay. Die Nervenklinik haben wir ja schon mal gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Paris noch hier ist. Warum sollte er nicht? Ich muss jetzt aber erstmal ein paar Formalitäten erledigen. Kommst du so lange ohne mich zurecht? Klar. Die 20 Meter bis zum Empfang kriege ich auch alleine hin. Geh ruhig, ich komme schon klar. Gut, dann bis später. Und wir können scheinbar jetzt so umschalten. Wir können jetzt zwischen Max und ihr spielen. Ui, 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 ui.